das wird jetzt ganz lustige Situation gleich in der Base, glaube ich. Wenn jetzt Gelb pusht und Lila pusht. Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir spielen heute eine kleine Runde 4x2 Bad Wars auf dem lieben Revi-Server. Und heute geht es mal um das Thema Sport. Und nein, Leute, jetzt nicht abschalten. Stopp, 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 nicht abschalten. Ich möchte hier keine Ernährungslehre halten oder irgendeinen Kack labern von wegen macht Sport, Alter, haltet euch fit. Leute, ich möchte einfach mal meine Meinung zum Thema Sport sagen. Vielleicht auch ein paar Storys erzählen, weil ich mache auch gelegentlich Sport in meiner Freizeit etwas. So ein bisschen und hat er sich gerade selbst geträgt, der 60. Weave. Nein. Weil ich erstmal sagen muss, so Sport ist irgendwo etwas, was nicht nur so den Körper verändert, weil ihr seht dann besser aus, habt mehr Muskeln, Leute. Ihr seid einfach sexy und bereit für den Tag. Ich muss sagen, Sport ist auch, finde ich, etwas, vor allem weil ich selber auch gemerkt habe, was den Geist mit verändert. Was wirklich dich an sich vielleicht nicht mehr so schüchtern macht, was deinen Geist an sich reifen lässt, wachsen lässt, wo ich wirklich sagen muss, dass es irgendwo echt was ist, was dich vom Kopf her auch echt pusht. So. Zum Beispiel gehe ich, beziehungsweise versuche jeden Samstag joggen zu gehen. Ja, ganz oft sage ich offen und ehrlich, habe ich einfach keinen Bock. Da kommen keine Ausreden oder sowas. Ich habe manchmal einfach echt einfach gar keinen Bock und gehe dann halt nicht. Das war jetzt die letzten zwei Samstage so, aber ihr müsst euch vorstellen, da waren noch 45 Grad. Und da habe ich immer sau viel Angst bezüglich einem Kreislaufkollaps oder sowas. Und lol, ich wusste, das war ja mal gerade absolut gefailed. Huh. Nein, oh, ich wollte Block-Emojis machen, schade. Das vorletzte Mal, da war es auch schon ein bisschen wärmer und ich habe halt eventuell kein Wasser mitgenommen, weil ich einfach ein dummer Bub bin. Dann habe ich nach 17 Minuten, 18 Minuten wirklich schnelles Laufen halt absolut gekotzt und einen Kreislauf-Kollaps gehabt, lol, und dann erstmal vorbei, so vom Ding her. Aber was ich jetzt sagen muss, dann wusste ich halt, dass ich mich an die Grenzen gebracht habe, auch wenn ich wirklich sagen muss, dass ich vielleicht nicht an meiner Grenze war, sondern vielleicht wirklich, wie gesagt, einfach nur gekotzt habe, weil es halt absolut warm war und weil ich halt einen absoluten Kreislaufkollaps hatte. So, was da jetzt wirklich war, kann ich selber nicht genau sagen. Auf jeden Fall sind die Grünen hier zwei Sweats und ich glaube, die werden alles dafür tun, dass sie die Runde noch gewinnen. Oh Mist. Oben. Oh, da kommt einer. Oh, scheiße. Oh. Oh. Ganz, ganz knappe Situation, Mate. So, und aus an sich so, keine Ahnung, wenn man mir sagt, ja, ich mache Schulsport, reicht Schulsport nicht. Ich muss euch wirklich sagen, Leute, Schulsport ist kein Sport in dem Sinne. Schulsport ist eher etwas, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Runde wieder, bis gleich. In der nächsten Runde angekommen, ist meiner Meinung eher etwas, wo man selbst Spaß hat. Zwar klar auch anhand der Leistungen sehen kann, yo, ist der Typ sportlich oder nicht. Aber ich muss sagen, oft ist es auch was, was halt nicht wirklich mit Sport zu tun hat, sondern wo man die Noten auch einfach so bekommen kann. So, zum Beispiel haben wir ein Sportfest und wenn man da relativ gute Leistungen bringt, kann man halt direkt 2-1 abstauben und da muss man sich nicht wirklich für anstrengen. Und so an sich muss ich sagen, wenn man wirklich fit bleiben will und wirklich was für seinen Körper tun will. Muss man halt einfach was für seinen Körper tun, beziehungsweise muss was im Privaten tun, zum Beispiel joggen gehen, Kraftsport, Eigengewichtssport oder irgendwas wenigstens, damit ihr auch wisst, ihr habt nicht nur Schulsport gemacht, weil Schulsport, Leute, es tut mir leid, aber das ist echt, echt kein Sport, wo man dann sagen kann, yo Leute, ich bin fit, ich bin gut, meine Konditionen sind gut oder whatever. Und wenn ich das schon wieder sehe, wird das eine echt ekelhafte Runde. Aber mal sehen, ich glaube, wir kriegen die gerissen. So, oder auch an sich samstags merke ich zum Beispiel richtig, wenn ich dann joggen war, dass ich an sich viel produktiver bin, als ich halt normal bin. Wisst ihr, was ich meine? Lol. Warum waren da Lücken? Das macht ja mal gar keinen Sinn. So, ich zeichne zum Beispiel privat, auch habe ich jetzt öfter schon in Videos erwähnt. Und ich merke auch richtig, wenn ich joggen war, dann fällt meinem Kopf viel mehr ein. Ich habe viel mehr Ideen, viel mehr Sachen, wo ich weiß, wie ich es umsetzen kann. Viel mehr im Kopf, dass ich eine bessere Zeichnung am Ende hinbekomme. Oh, scheiße. Das wird jetzt ganz lustige Situation gleich in der Base, glaube ich. Wenn jetzt Gelb pusht und Lila pusht. Alter, das Ding ist, ich bin so ein richtiger Scheiß-Base-Dev. Mich kannst du nicht in die Base stellen, ich verkacke eh. Oh, der Lila ist tot. Der nächste kommt aber schon, der ist schon am Anmarsch. Beziehungsweise der Grüne, so, nee, ist auch tot. Wie
stöhnen sich alle von alleine, man muss gar nichts tun, Alter, ist ja voll entspannt. Und ich muss wirklich sagen, wenn ihr an sich euren Körper fit halten wollt, vielleicht auch, wie gesagt, was für euren Geist tun wollt, dann macht Sport, Leute, geht raus, geht joggen. So für mich war das erste Mal joggen. Ich hab mal eher gedacht, es wird so peinlich, wisst ihr, was ich meine? Also so richtig peinlich vom Ding her, so dass man, wenn man läuft und man vielleicht einen Kumpel sieht oder vielleicht Nachbarn sieht oder so, dass es so ein komischer Moment wird, weil man ist joggen und joggen ist so komisch. Und deswegen habe ich echt gedacht, dass es vielleicht echt nicht so cool wird. Aber als ich dann das erste Mal war, ich mit meinem Kumpel joggen, danach ging das. Seitdem eigentlich jeden Samstag, wie gesagt, außer halt, es ist so heiß, dass ich Angst habe, dass ich kotze. Und sonst jeden Samstag 20 bis 30 Minuten, je nachdem, wie viel ich schaffe, damit man einfach so fit bleibt, Leute, damit man ein bisschen weiß, was man kann, damit man Ziele hat, die man vielleicht erreicht. Und der, oh fuck, sein Mate ist auch schon da. Oh, na, das wird ganz lustig gleich. Fuck, ich habe gar keinen Airhit bekommen, weil ich gerade in dieses Kackloch gefallen bin. Ich habe jetzt letztens auch angefangen zu streamen, Leute. Also seit abends eher ein bisschen achtsam. Vielleicht auch so Samstag frühs oder so. Mal sehen, wie ich Lust habe. Und ich weiß auch nicht, ich will eigentlich meine privaten Runden, die ich zocke, auch streamen. Das Problem daran ist halt einfach, dass ich sagen muss, dass ich Angst habe, dass ihr vielleicht auf YouTube inaktiver werdet, wenn ich wirklich 3-4 Stunden am Tag streame. Deswegen, irgendwann kann ich das auch nicht mehr auf dem Lauf halten. Das wäre jetzt halt nur in den Ferien. Daher würde ich das entweder irgendwann auf Twitch verlegen eventuell. Oder halt nicht so viel auf YouTube streamen dann. Und der Move war geil, der war sexy. Mate, lenk ab, Mate. Ich bekomme das Bett, du musst nur ablenken. Raufhauen, Bett ist frei. Ja, super. Okay, dann GG. Wie gesagt, Leute, schreibt mal gerne eure Meinung zu Sport in die Kommentare. Macht ihr Sport, das würde mich interessieren. Und schaut in meinen Streams vorbei, wenn ihr wollt. Bis zum nächsten Mal und ciao.